Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der Samara gesprochen, die abgeknallt, die alte Kuh. Und jetzt müssen wir hier zu ihrem Vater, bevor uns noch solche Zugangskarten organisieren, um mit dem Vater zu reden, wie ich das richtig verstanden habe. So, aber ich habe gerade eben noch was anderes gefunden, als ich den richtigen Weg gesucht habe. Und zwar habe ich noch eine Hauptquest gefunden von Drum und Kaas. Ich weiß Bescheid über euch. Ihr arbeitet still und seid verschwiegen. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charmos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Wenn euer Meister mich braucht, soll er selbst zu mir kommen. Mein Meister bleibt lieber im Schatten. Aber zweifelt nicht an seiner Macht oder an seinem Vermögen, Erfolg zu belohnen. Ich spreche für ihn. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Ich bin keine Sklavin. Ich diene niemandem. Schreibt euch das hinter die Ohren. Entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber wir brauchen euch. Unser Feind ist der Revan-Orden, ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Wieso sind sie denn Ketzer? Statt dem Imperator, dem Rat der Sith, zu folgen, verehren die Revanita einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revanita feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Kein Problem. Das kann ich am besten. Die Revanita haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Ah, klar. Mit Bescheid. Gut. Revanita. So, das mache ich jetzt mal nicht. Was ich mal schauen wollte, ob ich jetzt mit dem Moped hinfahren kann. Dann nicht laufen muss, weil wir sind startklar. Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss laufen, scheiße. Laufen, so ätzend. Captain's Bed? Haben wir das nicht schon gemacht? Ich hab Déjà-vu, aber okay. Officer, das machen wir später. Hä, das haben wir doch schon letzte... Bin ich jetzt dumm? Das haben wir doch schon gemacht, letzte Part. Oder? Entweder den letzten oder den Part davor haben wir das gemacht. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Hä? Ich kenne die Quest. Okay, ich lasse sie jetzt erstmal sein. Und gehe jetzt mal direkt zur Hauptquest. Weil das finde ich jetzt mal wichtiger. Können wir auch noch später machen. Eigentlich müssen wir... Komisch. Ja. Seid ihr in der Dorsun und hier Gesellschaft. Cap Bren. Punkt nähern. Rechne ich damit, dass jemand schießt? Die Planetensicherheit soll gut. Ja. Ich bin froh, wenn wir unser neues Zimmer bekommen sollten. Ich glaube sogar mit dem Protokolldruiden lieber rum. Oh nee. Muss wieder tarnen. Hallo. Okay, Wie stark bist du jetzt? Stark. Na, der... Dann bekommt es auch... Oh yeah! Stufe 17. Die waren schon tot. Also wir schleichen uns immer rein.
Moin Leute. So. Ich hab's auch nicht so Lust, mega zu kämpfen. Wo uns erzählt. So. So. Dortmund Chaos. Gratans Anwesen. Wo ist mein Anker? Ich glaube, die Maus-Sensitivität ist ziemlich hoch. Weil irgendwie drehe ich mich andauernd um meinen eigenen Körper. Kein Plan, was hier abgeht. Boah, Alter. Schöpfdiedabgedo. Arschbock, oh Gott, wir sind tot. Wir sind sowieso tot. Ja, wir sind tot. Geil. Hey, helf mir, du Alte. Oh nee, dann müssen wir die Scheiße gleich nochmal laufen. Boah, ey. Ey, das hasse ich an diesem Spiel so richtig, ne? Weißt du, wir sind immer so die Motherfucker vom Dienst hier. Nur können wir noch nicht mehr so einen Cut von vorne gelesen. Ja, mach das mal eh. Ich glaube, das mal rein. Bin ich vor. Moin. Ich lese mal Gothams Agentin. Nicht Gratans Agentin. So. Schuppdiduppdidu. Mit. Und nochmal den ganzen Spaß. So, warte mal, ich muss mal schauen. Oh, Fähigkeitsgeschick können wir verbessern. Medizin, Verborgenheit. Tödlichkeit. Die Frage führt, ob wir jetzt Heiler vielleicht. Verborgenheit. Zerfleischung. Hämmernder Schnitt. Flüchtige Substanz. Verlierbar oder was? Verschleierter Schlag. Säureangriff. Säuregranate. Okay, das nehmen wir. Säure ist immer gut. Auch gut gegen Verdauungsprobleme. Ne? Hab ich gehört. Soll eigentlich ganz nett sein. So. Jo, übernehmen. So, irgendwas wollte ich doch gerade. Ach ja, Fähigkeiten. Wollt was schauen. Können bestimmt schneller laufen oder sowas. Ach, Sprinten haben wir an. Okay, dann sollte sie entweder ein bisschen mehr Ausdauer und Sporttraining machen. Weil, oder Sprinten noch ein bisschen üben, weil das sieht echt aus als ob die sich in die Hosen geschissen hätte und das habe ich noch eine Oma mit dem Impulator schneller. So. Na guck mal, da stehen sie. Die sind schlau, die warten. Wehe. Warte, jetzt geht's los, ja. Komm, meine Homies. Hallo, Kaliniri. Wie hieß die alte noch? Kalio. Kaliniri. Jo. Guck mal, das sind auch Spione. Schuppdiduppdidu. Halt. Ja, klar. Gut, kaufen wir. Alles klar, wie asozial, ne? Also ich wollte gerade dran gehen, macht er das Ding weg. Ist schon ziemlich asozial, so muss man sagen. So, mal gucken, wie das jetzt hier abgeht, ne? Ich muss es eingeben hier, ne? Hm? Warte. So bin ich mal gespannt. Ihr,
Ihr habt gedacht, ihr könntet mich überraschen, aber das gelingt euch nicht. Um wie viel wetten wir, dass das in einer Katastrophe endet? Ihr habt den Zugangscode meiner Tochter benutzt. Was auch immer ihr ihr angetan habt. Ich werde mich rächen. Soweit ich weiß, helft ihr der Dissidentenzelle bei der Planung eines Angriffs. Ich helfe, die Bewohner des Imperiums von Schurken wie euch zu befreien. Ihr habt meine Frau verschleppt, sie eines Nachts aus meinem Haus entführt und mir nie gesagt, was geschehen ist. Meine einzige Tochter wuchs auf, um wertlos zu werden. Und jetzt habt ihr mir auch sie genommen. Ich verabscheue euresgleichen. Ja. Ja. Alles ist gut. Ich bin wohl entlarvt. Ich schwöre, das werdet ihr bezahlen. Wow. Wow. Und jetzt? Ich dachte, wir reden noch kurz mit dem so ein bisschen, sagen so, hey, what's up, man? Ja, aber nee, war nicht der Fall. So, hier ist... Was? Ja. Jo, schreib einfach mal auf der Luft. Mal tippen auf der Luft, besser gesagt. So, hier wieder Wächter 2, guten Tag. Hier spricht Wächter 2. Moin. Ich lade den Inhalt von Theobors Computern herunter. Sieht aus wie Blaupausen... Arbeiten für Lord Gratan und... Ah, verschlüsselte Dateien. Ich sollte sie entziffern können, wenn ich das Datenpad des Sklaven zur Hilfe nehme. Mir gefällt nicht, was ich sehe. Da ist ein Zeitplan, zusammenlaufende Aktivitäten. Es deutet auf etwas Großes hin. Kehrt so schnell es geht zur Basis zurück. Jo. Kein Urlaub, was? Darf ich denn niemals Pause machen? Nicht in dieser Branche. Habt ihr das immer noch nicht begriffen? Wir sehen uns, Agent. Wächter 2, Ende. Jo, Wächter 2. Ach ja. Obwohl auch auf dem Ausweis Wächter 2 steht. So, gehen wir mal hier raus. Dann beende ich aus meinem Part. Wir müssen ja nicht zu lang werden. Guckt sie ja eh kein Mensch an. Schauen wir mal. So. Okay. Ja, lang. Nee. Bitte, komm runter von ich möchte nicht wieder sterben. Also, die Fahrstühle sind genauso beschissen wie im echten Leben. Das ist eine Monsterplatte, ey. Wo zum Teufel? Achso, muss ja gar nichts drücken. So. So, ja, wir laufen nur noch schnell raus und dann beende ich den Part. Und dann frage ich mich, wie es weiter verläuft in der Story, ne? Ich denke schon, dass wir Wächter 2 bekommen werden. Also nehme ich mir Stab an. Mich, ob der Kerl wieder lebt, wo er schon aufgestanden ist, den wir wiederbelebt haben.
So, mal gucken. So, ist noch irgendwas Spannendes in der Nähe? Nee. Laufen wir noch schnell hinter die Mauern. Und dann. Geschichte im Schacht. Ja. Ansonsten, ich muss schon sagen, das Spiel ist, auch nachdem ich es lange jetzt momentan erstmal nicht gespielt habe, nochmal geil. Und ich glaube, da sollte mir noch ein neues DLC kommen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, dann noch eine Erweiterung von dem Infernal Throne. Meine ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, so, ach ja, stimmt. Captain Zanova. War eigentlich immer das schon gemacht. Die Mission, aber egal. Gut, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Arrivederci.